Ich hab grad einen Leck gehabt. Oh ne, ich höre schon wieder Lava, ey. Kacke! Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Hallo! Fick dich, Paul. Ich hab Leon genannt. Du hast einen Leonsamen abgebaut, du Affe, Alter. Ich bin schon auf anderthalb Herzen runter, Leo. Ja. Oh, was machst du da? Wo? Weiß nicht. Hä? Wo meinst du denn jetzt? Da, wo war denn das? Das ist zu unserem Haus. Ja, finde ich was verdächtig. Hat die Labis Haus an. Finde ich was verdächtig. Oh. Dann wird er aber sauer. Okay, die habe ich immer. Das klingt nicht alt. Mhm. Scheiße, ich wollte dich ja weniger trollen. Na egal, das war jetzt kein Filmer. Du hast mir erst ins Produktion zurückgeworfen. Mann, Leo, mach doch mal deine Tür zu, ey. Die ist zu. Warte, Alter, wie laut ist denn eurer Pieper? Das ist ein Pieper. Langsam geht die Munition aus. Munition leer. Wolltest du nicht Sand sammeln gehen? Bin dabei. Ich hab jetzt wie viel Sand? Ein paar Stacks hab ich. Brauchen wir Lehm, ne? Oh, doch, bring mal mit. Den Lehm, Mann. Mit dem und so. Wollen wir schlafen legen? Nee, ne? Mal wenigstens ein Tor, der sich nicht durch uns. Ich bin gerade unten in der Mine, Leo. Auch geil, weißt du, jeden Tag, oder was heißt nicht jeden Tag, aber oder doch jeden Tag sterben Menschen oder gehen Menschen Selbstmord, aber kaum springt irgend so ein behinderter Torwart von Zug, heult ganz Deutschland rum. Ja. So ist es halt. Da muss man erst Torwart sein, damit man traurig ist und stirbt. Zumindest berühmt sein. Oh, ein Mädchen ist gestorben. Na, ist mir doch egal, die war ja nicht. Dann kümmere ich mich um. War ja auch bei dem Tod von Frank Tausch so. Was, wer? Frank Tausch. Ja, ich bin in einen anderen Gang von mir, glaube ich, gerade gestoßen. Nee. Wer ist das? Frank Tausch ist doch dieser Filmkritiker. Achso, wow! Der in den USA gelebt hat und dadurch immer die neuesten Sachen hatte. Von Hollywood und so. Der war deutsch. Deutsch war halt. Der ist auch gestorben. Irgendwann sind wir alle dran. Auch Pauls Mama. Ja. Und dann sind tausende. Die als Erste. Genau. Oh, nicht nur Redstone. Ja, Bro, jetzt brauchen wir auch unser großes Projekt. Und zwar viel. Hast du jetzt schon mal in die wertvolle Truhe geguckt eigentlich? Nee. Jetzt aber glaube ich zurück. Für unser Großprojekt, welches meinst du jetzt? Na, die Farm. Achso, okay. Ja, nicht die Atomrakete, die Leos Haus zerschlagen wird. Ich bringe mal ein bisschen Lapislazum mit nach Hause, dann kann ich dir einen schönen Ring machen. Ja, genau. Außerdem gibt's Erfahrung. Dann können wir einen Turm aus blauer Wolle bauen. Oh, das ist viel. Alter, wieso stoße ich denn hier nur in Lava rein, ey? Stoße, Alter. Hat einer von euch eigentlich schon mal gestripmined? Also in dieser Season jetzt? Nö. Weil ich gerade nämlich einen Gang gefunden habe, den ich glaube ich nicht gebuddelt habe. Ich habe noch nie in Minecraft gestripmined. Vielleicht Party. Stimmt, Alter. Der dumme Hacker. Er hält überall sogar Minecraft. Alter, in dem 2 ist es aber echt schlimm mit ihm.
Ja, da hackt er wirklich. Alter Mann, wie der die Maus rumreißt und so. Also dass du hörst, wir spielen nie wieder mit dir, du bist gebannt. Genau. Dann sagt er okay und dann war er. Kann mir jetzt mal einer sagen, wie ich aus diesem Stollen hier bin? Oder ich bin am Eingang, glaube ich, vorbeigerannt, ich Depp. Bin ich blöd, ey. Jetzt bin ich 1:1 den Gang lang gerannt und hab mich gewundert, warum der so lang ist. Ey, wollen wir ein bisschen Terraforming machen, Lukas? Mama, ich will wenigstens mal einen Diamanten finden. Leos Haus steht ein bisschen scheiße. Ja, spring weg. Stört keinen. Ach, hier geht's weiter. Ja, du bist ja keiner. Wer bist du schon? Echt mal, bin ich schon, ne? Und so ein Spacken. Paul, wenn du willst, könntest du mir mal Zäune runterbringen? Oder Terraform du erstmal? Ja, ich habe hier ein riesiges Loch reingesetzt. Wieso das denn? Wegen dem Sand. So. Ja, aber das braucht... Ja, ich... Irgendwo muss er seinen langen, dicken Puller reinstecken. Das ist gerade die Raketen. Die Abschussbasen. Aber psch, darf Leo nicht wissen. Okay, ich sag's nicht weiter. Sag's bitte nicht Leo vor allem. Nee. Wer ist denn Leo eigentlich? Keine Ahnung, ich glaube, dem gehört der Kanal hier so zur Hälfte. Zur Hälfte? Ey, wir müssen. Scheiß drauf. Noch in den Nether, ne? Den schmeißen wir aus. Den Nether. Wieso? Oh ja. Weswegen nochmal? Schreib's mir mal bitte. Lukas? Ja, Leo? Wenn ich sicher bin, schreib. Ich möchte dich bitten, dieses Wort. Welches? Zu meiden. Welches? Das schreib's mir mal bitte. Das N-Wort. Läuft. Meine, was ist ein MB2 auch schon zur Begrüßung raus? Also. Was? Ach, schon gut. Lass mich nicht zu. Nee, ich hab's akustisch nicht verstanden. Dein Ding. Was ist ein MB2 schon zur Begrüßung raus? Wow. Echt jetzt? Ja. Merkst du ja nicht mehr. Nee, es ist schon so, ich bin ja einer. Also ich wäre gerne einer dieser Personen. Wegen dem großen Penis? den habe ich auch so. Na, da gibt es doch keinen Grund, weil. Ja, doch, ich finde das so. Oh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Macht ihn geil. Würde ich nie einen Sonnenbrand kriegen. Stimmt, ganz schön praktisch. Oh, ich höre schon wieder Lava, das finde ich doch kacke, Alter. Mann, Leo, warum ist hier so viel Lava in der Umgebung? Sorry. Yo-Yo. Pauli, Yo-Yo. Hast du gehört, was wir gesagt haben? Nee. Ja, deine Eltern... Also, sag mal deinen Eltern bitte, wenn wir hoffen, dass sie sich erschießen sollen. Okay. Und ja, positiv. Hör, Leute. Sag ich ihm wirklich, dass du das gesagt hast? Dann komme ich aber nicht mehr zu dir. Ich glaube, das dürftest du dann noch nicht mehr. Nö. Vor allem, als wenn Leo seinen Eltern sagt, dass wir aufnehmen. Haha. Hast dich selbst verarscht. Warum? Ja, warum? Stimmt, warum sagen, dass man so ein beschissenes Hobby hat? Scheiße, ich wollte ein neues Projekt anfangen.